über Senf und Verstand. Jedes Wanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Rotz. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Willkommen zurück, meine verehrten Zuhörer. Nachdem wir uns in den letzten beiden Videos meiner Historienreihe ja sehr ausführlich mit der Militärtheorie vor dem Ersten Weltkrieg bezüglich des westlichen Kriegsschauplatzes beschäftigt haben, möchte ich heute in den praktischen Teil übergehen. Denn die beiden Kontrahenten an der Westfront, Moltke und Joffre, versuchten anfänglich, ihre lang gehegten Feldzugspläne nun selbstständig in die Tat umzusetzen. Beide sind hierbei jedoch gescheitert und mussten immer häufiger zu Aushilfsmanövern greifen. Wer dabei vorerst das bessere Ende für sich hatte, sollte sich schließlich in der Schlacht an der Marne erweisen. Beginnen wir nun also erst einmal mit einer reinen Darstellung des militärischen Ablaufes der Kriegsereignisse. Beginnen wir mit dem deutschen Vormarsch. Als am 1. August 1914 die allgemeine Mobilmachung ausgerufen worden war, sollten sogleich 7 deutsche Armeen im Raum etwa von Duisburg bis ins Elsass aufmarschieren. Eine Note des deutschen Botschafters in England, Fürst Lichnowsky, stiftete allerdings noch am selben Tag Verwirrung im großen Generalstab. Das Schreiben besagte, dass der britische Außenminister Edward Grey angeboten habe, die französische Mobilmachung zu verhindern, falls die Deutschen nicht im Westen aufmarschieren würden. Kaiser Wilhelm II., oberster deutscher Kriegsherr, schlug daraufhin vor, die gesamte Heeresmasse an die Ostfront zu werfen. Generalstabschef Moltke aber widersprach vehement. Der Aufmarsch von Millionen Heeren ließe sich nicht improvisieren. Eine derartige Umgruppierung verbiete sich außerdem aus organisatorischen Gründen. Ein derartiges Angebot hätte sich auch auf lange Sicht wohl kaum mit den englischen Interessen, Deutschland als wirtschaftlichen und militärischen Konkurrenten auszuschalten, vereinbaren lassen. Tatsächlich klärte sich die Note des deutschen Botschafters schon am Abend des 1. August als Missverständnis auf. Der englische König Georg V. hatte Kaiser Wilhelm II. Telegrafiert, dass man in England von einem Vermittlungsangebot überhaupt nichts wisse, was auch der Wahrheit entsprach. Fürst Lichnowsky hatte schlicht die Nerven verloren. Jetzt ließ Moltke also die Maschinerie anlaufen. Die 16. Infanteriedivision besetzte sofort Luxemburg und immobile Truppen versuchten handstreichartig die Festung Lüttich einzunehmen. Zwar fiel die Stadt selbst schon am 7.8. in deutsche Hand, um die Außenforts wurde aber noch bis zum 16.8. gerungen. Von besonderem Vorteil erwies sich hierbei die Existenz der noch vor dem Krieg beschafften schweren Artillerie. Vor allem die 42 cm Geschütze zeigten verheerende und demoralisierende Wirkung. Auf die Schilderung der Einnahme Lüttichs will ich hier verzichten. Sie ist besonders dramatisch in den Kriegserinnerungen General Ludendorffs oder auch in der Gesamtdarstellung des Weltkrieges von Stegemann nachzulesen. Nun waren die Voraussetzungen für den planmäßigen Vormarsch der 5 Armeen des deutschen Schwenkungsflügels geschaffen. Seit dem 18.8. war man rasch vorangekommen. Am 20.8. hatte die 1. Armee unter Generaloberst von Kluck bereits Brüssel eingenommen und die 2. Armee unter Generaloberst von Bülow begann mit der Belagerung von Namur, das vollständig eingeschlossen war. Zwischen dem 20. und dem 22.8. entwickelten sich nun auf der gesamten Frontbreite die ersten ernsthaften Gefechte mit den Franzosen und Engländern. Sie sind unter der Bezeichnung Grenzschlachten bekannt geworden. Die Kämpfe lassen sich hier in 3 unterschiedliche Abschnitte einteilen. Im Norden trafen die 1. Armee und die Engländer bei Mons zusammen. Die 2. Armee bekämpfte bei Charleroi die französische 5. Armee unter General Lanrezac, während sich die 3. deutsche Armee unter Generaloberst von Hausen mit dem rechten Flügel der 5. französischen Armee an der belgischen Maas auseinandersetzte. Getroffen von der Wucht der 3 deutschen Angreiferarmeen, die doch eine beträchtliche Überlegenheit besaßen, blieb den Franzosen und Engländern in den nächsten Tagen nichts als der Rückzug. Im Mittelabschnitt der Front war das Stärkeübergewicht auf Seiten der Franzosen.
Hier griff die 4. französische Armee unter General de Langle de Carrie am Semois die 4. deutsche Armee unter Herzog Albrecht von Württemberg und Teile der 3. Armee an, während sich die 3. französische Armee unter General Ruffey mit der 5. deutschen Armee unter Kronprinz Wilhelm bei Longwy schlug. Auch hier setzten sich die deutschen Waffen durch. Was aber war auf dem linken Flügel passiert? Diesem Frontabschnitt hatte die Hauptsorge Moltkes vor dem Kriege gegolten. Zur Abwehr eines französischen Einmarsches in Elsass-Lothringen waren die 6. Armee unter Kronprinz Ruprecht von Bayern und die 7. Armee unter Generaloberst von Heringen aufgestellt worden. Sie hatten den Auftrag, zwischen Nied und Saarstellung einen Sack zu bilden, weil man mit dem französischen Hauptangriff zwischen Metz und Vogesen rechnete. Im Flankenangriff sollten dann die eingedrungenen Kräfte mit Unterstützung durch die 4. und 5. Armee geworfen werden. Für den Fall, dass die Franzosen nicht angreifen würden, war beabsichtigt, selbst gegen die Mosel unterhalb Frouard und gegen die Meurthe vorzugehen, um die dort befindlichen feindlichen Kräfte zu binden und am Abtransport nach Norden zu hindern. Nach Kriegsbeginn trat genau das ein, was Schlieffen seinerzeit gehofft hatte. Die Franzosen griffen tatsächlich in Lothringen an. Moltke schickte sofort 6 neu aufgestellte Ersatzdivisionen, die eigentlich als Verstärkung für den rechten Flügel gedacht waren, zur 6. Armee. Dadurch erlangte Kronprinz Ruprecht sogar eine leichte Überlegenheit über die angreifenden Franzosen. Er entwickelte nun sein eigenes Offensivkonzept, weil ihm das ständige Zurückweichen missfiel. Die Idee der Sackbildung erschien ihm ohnehin gekünstelt, weil er glaubte, der Gegner werde sicher nicht den Fehler machen, in diese Richtung vorzudrängen und in die ihm gestellte Falle zu tappen. Als sich der französische Angriff nur zögernd entwickelte, entschloss sich Kronprinz Ruprecht, nach Rücksprache mit der OHL, zur Durchführung einer eigenen Offensive. Sie begann am 20.08. und endete mit dem Ergebnis, dass die Franzosen wieder in ihre Ausgangsstellung zurückgedrängt wurden. Mehr konnte nicht erreicht werden. Die hier zur Ausführung gekommene Extratour in Lothringen hat später sehr viel Kritik erfahren. Am 25. August war die englisch-französische Angriffsbewegung auf der ganzen Linie gescheitert. Belgien preisgegeben, das deutsche Lothringen und das Elsass geräumt und damit die strategische Grundlage des allgemeinen Feldzugsplans der Entente zerbrochen. Die deutschen Truppen hatten auf der gesamten Linie unbestrittene Erfolge erzielt. Hinzu kam noch am 25.08. der Fall der Festung Namur. Dadurch standen 2 Armeekorps wieder zur freien Verfügung und Moltke, der ebenso wie seine Armeeführer glaubte, die Entscheidungsschlacht im Westen sei bereits geschlagen, schickte sie an die Ostfront, wo mittlerweile die Schlacht bei Tannenberg im Gange war. Die Stoßkraft des rechten Flügels, die ohnehin schon durch die Abstellung von Truppen für die Belagerung von Antwerpen und Maubeuge gemindert war, erfuhr also keine Verstärkung. Am 27.08. erließ die OHL eine allgemeine Anweisung für den Fortgang der Operationen. 2 Änderungen am ursprünglichen Feldzugsplan wurden deutlich. Die westliche Umgehung von Paris wurde zwar noch angestrebt, aber nicht mehr als absolut zwingend erachtet. Zum anderen wurde die Verschiebung der 6. und 7. Armee nach Norden angeordnet, um die französischen Befestigungsfronten zwischen Toul und Épinal zu durchbrechen. Der neue Plan lief also auf eine doppelte Umfassung von Norden und Süden hinaus. Gelang das Unternehmen, so bahnte sich allerdings ein Kanal von so riesenhaften Ausmaßes an, wie es die Weltgeschichte bisher noch nicht erlebt hatte. Der Vormarsch der 1. bis 3. Armee war inzwischen weiter zügig vorangeschritten. Probleme stellten sich lediglich bei der 4. und 5. Armee an der Maas ein. Zur Unterstützung dieser beiden Armeen drehte die 3. Armee nach Südosten auf Rethel ein. Dabei ging allerdings die Führung zur 2. Armee verloren, was umso bedenklicher war, weil sich starke französische Angriffe gegen den linken Flügel der 2. Armee entwickelten. Notgedrungen musste auch die 2. Armee nach Beendigung der Schlacht bei Saint-Quentin nach Süden einschwenken und zog ihrerseits nun auch die 1. Armee nach sich. Dies folgte unaufhörlich dem Rückzugsweg der Engländer. Der OHL blieb nichts anderes übrig, als dieses Vorgehen zu billigen, denn sie hatte erkannt, dass sich die große Umfassung von Paris von Westen und Süden her aus Kräftemangel auf dem rechten Flügel nicht mehr realisieren lassen würde. So sollte wenigstens durch stete Verfolgung dem Feind das Gesetz diktiert und planmäßige Gegenangriffe verhindert werden. Der Hauptschlag sollte nun östlich von Paris stattfinden. Dazu erließ die OHL am 2.9. folgenden Funkspruch an die Armeeoberkommandos 1 und 2. Absicht, oberste Heeresleitung, Franzosen in südöstlicher Richtung von Paris abzudrängen. 1. Armee folgt gestaffelt der 2. Armee und übernimmt weiterhin den Flankenschutz des Heeres. Diese Anweisung war allerdings schon längst von der Realität überholt worden. Die 1. Armee stand der 2. vorgestaffelt, woraus eine akute Flankenbedrohung für das gesamte Westheer resultierte. Sie wurde umso größer, als die Franzosen sich anschickten, starke Verbände nach Paris zu verlegen.
Die drohende Gefahr, nun selbst umfasst zu werden, ließ auch die OHL den Plan nochmals ändern. Die 1. und 2. Armee sollten nun Front gegen Paris machen. Und zwar die 1. Armee zwischen Oise und Marne und die 2. Armee zwischen Marne und Seine. Erneut ließ die OHL völlig unberücksichtigt, dass die 1. Armee für eine solche Frontstellung gar nicht die Position besaß und zur Erfüllung des Auftrages erst ein Rückmarsch notwendig war. Der Schwerpunkt der Operationen sollte auf die 4. und 5. Armee verlagert werden, deren Aktivitäten den Durchbruch der 6. und 7. Armee unterstützen sollten. Der 3. Armee blieb es freigestellt, sich je nach Lage nach rechts oder links zu entwickeln. Ungeachtet der Anweisung der OHL setzte die 1. Armee auch am 5.9. noch die Verfolgung fort. Dem Armeeoberkommando 1 waren die französischen Unternehmungen in ihrer Tragweite völlig entgangen und der Chef des Generalstabes der 1. Armee, von Kuhl, stand außerdem auf dem Standpunkt, je fester man die Franzosen überall anfasste, umso mehr wurden Verschiebungen verhindert. Erst auf eindringliche Warnung durch das Armeeoberkommando 2 stimmte von Kluck einer Umgruppierung seiner Armee zu. Sie sollte am 6.9. stattfinden. Am Abend des 5.9. trat allerdings eine dramatische Änderung der Situation ein. General von Gronau, der das 4. Reservekorps kommandierte, das von der 1. Armee zur Flankendeckung abgestellt war, hatte sich entschlossen, angriffsweise über die Stärke der französischen Verbände, die seinem Korps gegenüberlagen, Klarheit zu schaffen. Es stellte sich eine beträchtliche Umfassungsbedrohung heraus, denn die Franzosen verfügten an dieser Stelle über eine sehr große Übermacht, vor allem aber auf dem artilleristischen Sektor. Das Armeeoberkommando 1 war nicht nur zur sofortigen, sondern auch zur möglichst schnellen Umgruppierung seiner Truppen gezwungen. Am Ourcq wollte sich von Kluck den Franzosen stellen. Die 1. Phase der sogenannten Marne-Schlacht war damit eingeleitet. Der äußerst erfolgreiche Vormarsch der Deutschen hatte den Plan 17 von Joffre in einen einzigen Scherbenhaufen verwandelt. Seine gesamte Armee war auf breiter Front geschlagen worden. Um den Krieg noch fortsetzen zu können, musste nun eine neue Grundlage für die Operationsführung gefunden werden. Joffre fand sie in der Idee der Retour Offensive. Um Zeit zu gewinnen und die Lage zu entspannen, wollte er zunächst den operativen Rückzug, um schließlich nach Umgruppierung der Truppen selbst zum Gegenangriff übergehen zu können. Instinktiv hatte Joffre hier die richtige Entscheidung gefunden. Und ein wenig Glück hatte er tatsächlich dabei auch noch. Da vollführte die deutsche Flügelarmee nämlich plötzlich eine Bewegung, die aus seiner Sicht allen Zweifeln ein Ende bereitete, ihn zum Kampfe einlud und ihm die lang gesuchte strategische Überlegenheit in die Hand spielte. Die deutsche 1. Armee war nach Südosten abgeschwenkt und die unmittelbare Gefahr für Paris war damit vorüber. Mehr noch, die deutschen Truppen waren an der 6. französischen Armee einfach vorbeigezogen, ohne sie zu bemerken, und diese Armee bedrohte nun die gesamte Heeresflanke der Deutschen. General Joffre war jetzt am 4.9. bereit, die günstige Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Und für den 6.9. erteilte er den Angriffsbefehl. Mit 4 Armeen, der 6., der British Expeditionary Force, der 5. und der neu gebildeten 9. Armee unter General Foch, sollte den drei deutschen Angriffsarmeen nicht nur Einhalt geboten werden, sondern man wollte sie in der rechten Flanke vernichtend fassen. Eben diese Flanke war nur noch vom 4. Reservekorps des General von Gronau gedeckt. Als das Reservekorps unvermittelt der gesamten 6. französischen Armee gegenüberstand, war das Armeeoberkommando 1 genötigt, unverzüglich Front nach Westen zu machen und von Gronau Verstärkung zu schicken. Vorerst blieb dem unterlegenen deutschen Truppen nichts anderes übrig, als hinhaltenden Widerstand zu leisten. Dies gelang am folgenden Tage hervorragend. Erstmals zeigte sich hier die Bedeutung des MG für die taktische Abwehr. Obwohl wirksam von der französischen Artillerie gefasst, konnte das Reservekorps durch starkes MG-Feuer und vereinzelte Gegenstöße nicht nur seine Position halten, sondern sogar jede Entwicklung der französischen Armee vereiteln. Generaloberst von Kluck begann mittlerweile mit der korpsweisen Umgruppierung der 1. Armee. Sie wurde vom Nordufer der Marne an den Ourcq zurückverlegt. Dabei entstand allerdings eine 40 bis 50 Kilometer breite Lücke zur 2. Armee, die nur von schwachen Kavallerieverbänden verschleiert wurde. Vorläufig brauchte das nicht zu beunruhigen, denn die vor der Lücke postierten Engländer setzten nach wie vor ihren Rückzug fort. Erst am 6.9. entschloss sich Feldmarschall French, den französischen Angriff mit seinen Truppen zu unterstützen.
Die lang ersehnte Gegenoffensive der Franzosen entwickelte sich nicht flüssig. Im Gegenteil. Die auf dem rechten Angriffsflügel kämpfende 9. Armee Fochs war am 6.9. auf der gesamten Frontbreite, die immerhin 35 Kilometer betrug, derart starken Angriffen ausgesetzt, dass sie zurückweichen musste. Nur der tapfere Einsatz der 42. Division verhinderte einen großen deutschen Erfolg. Der deutsche Druck richtete sich gegen die Nahtstelle zwischen der 9. und 4. Armee und riss bereits bis zum 7.9. ein 30 Kilometer breites Loch. Der Höhepunkt der Krise für die 9. Armee war am 8. September erreicht. Im rechten Flügel, schon über die Somme zurückgedrängt, musste sie Foch schließlich im gesamten Abschnitt zurücknehmen, um der Umfassung zu entgehen. Foch gab nach dem Kriege freimütig zu, an der Marne geschlagen worden zu sein. Etwas erfolgreicher, wenn auch nicht entscheidend, kämpfte der linke französische Angriffsflügel. Hier blieb der Ausgang der Schlacht noch völlig offen, auch wenn die 1. deutsche Armee über Monory bereits wieder taktische Vorteile erzielte. Es war die Existenz der Lücke zwischen der 1. und 2. deutschen Armee, die letztlich den weiteren Schlachtenverlauf entscheidend beeinflusste. Unvermittelt tauchten die Engländer vor diesem Frontabschnitt auf und tasteten sich zögernd mit 16 Infanterie- und 2 Kavalleriedivisionen voran. Die deutsche Kavallerie musste sich zurückziehen. Nun war die 1. Armee gleichzeitig vom linken Flügel her und im Rücken bedroht, aber auch der rechte Flügel der 2. Armee hing in der Luft. Generalstabschef Moltke entschloss sich daher, zur Klärung der Lage den Oberstleutnant Hensch zur 1. und 2. Armee zu schicken. Dieser traf am 8.9. zunächst beim Armeeoberkommando 2 ein. Oberbefehlshaber von Bülow, der wegen der Lücke ohnehin schon zusehends nervös geworden war, wurde gerade während des Gespräches mit Hensch davon unterrichtet, dass, wie befürchtet, sein rechter Armeeflügel bei Montmirail zurückgedrängt worden war. Oberstleutnant Hensch drängte nun auf die sofortige Zurücknahme der Front. Bülow stimmte dem zu, machte allerdings aus Loyalität zum Führer der 1. Armee zur Bedingung, dass der Rückzug nur stattfinden sollte, wenn der Feind die Marne in beträchtlicher Stärke überschreiten sollte. Am folgenden Tag reiste Hensch zur 1. Armee weiter, um dieser sogleich den Rückzug zu befehlen. Als Begründung diente der angeblich bereits eingeleitete Rückzug der 2. Armee. Auf die Frage des Generalstabschefs der 1. Armee von Kuhl, warum dies geschehen sei, antwortete Hensch, die 2. Armee sei nur noch Schlacke. Tatsächlich überschritten am 9.9. bereits starke Verbände der Alliierten die Marne. Bülow, der weder vom Armeeoberkommando 1 noch von Oberstleutnant Hensch einen Lagebericht erhalten hatte, musste den Eindruck gewinnen, die Stellung sei für die 1. Armee nicht mehr zu halten und ein Rückzug unvermeidlich. Deshalb müsse nun auch die 2. Armee hinter die Aisne zurück, um dort eine neue Front aufzubauen. In Wirklichkeit führte erst dieser Entschluss zum Zwang des Rückzuges der 1. Armee. Völlig isoliert und ohne Rückendeckung durch die 2. Armee konnte sie nicht stehen bleiben. So musste von Kluck seinen für den 9. September geplanten Angriff fallen lassen und stattdessen den Rückzug auf Soissons befehlen. Automatisch zog das Verhalten der beiden Flügelarmeen auch das Zurückgehen der Heeresmitte, also der 3., 4. und 5. Armee nach sich. Die Franzosen waren über den deutschen Rückzug derart überrascht, dass sie ihn kaum störten. Lediglich die 9. Armee Fochs hatte gerade wieder genügend Kräfte gesammelt und brachte den ohnehin für den 9.9. geplanten Gegenangriff zur Ausführung. Er erzielte auch sofort einen größeren Raumgewinn und wurde bekannt als Wendepunkt der Marne-Schlacht. Die Spuren eines übereilten und deshalb ungeordneten Rückzuges, die Foch aufgrund des bravourösen französischen Waffeneinsatzes zu entdecken glaubte, entsprangen allerdings eher seinem Wunschdenken als der Realität. Denn die Deutschen hatten sich bereits vor dem Angriff planmäßig zurückgezogen. Erst am 11.9. befahl der Kommandeur der französischen 5. Armee, General François Desperret, die systematische Verfolgung. Jetzt erschien auch Moltke persönlich an der Front und regelte die Rückzugsbewegungen der einzelnen Armeen. Die dabei der 5. Armee befohlenen Räumung des Argonner Waldes war nicht nur überflüssig, weil die Stellung hätte gehalten werden können, sondern trug bereits den Keim für die nun folgenden schweren Argonnenkämpfe und für die Härte des späteren Ringes um Verdun in sich. Selbst der 6. und 7. Armee in Lothringen blieb ein Rückzug nicht erspart. Generaloberst Moltkes Tage als Chef der OHL waren gezählt. Am 14.9. wurde ihm mitgeteilt, dass der Kaiser beabsichtige, ihn aus Gesundheitsgründen abzuberufen. Unter Aufbietung seiner letzten Energien vermochte sich Moltke noch den ganzen Oktober über offiziell im Amt zu halten. Insgeheim hatte aber längst sein designierter Nachfolger Generalleutnant Erich von Falkenhayn die Leitung der Operationen übernommen. Als schließlich Moltke wegen eines schweren Gallen- und Magenleidens freiwillig den Hut nahm, wurde am 3.11. die Berufung des preußischen Kriegsministers zum Chef der OHL auch nominell bestätigt. Am 13.9. hatten die deutschen Armeen, hinter der Aisne stehend, den Entente-Heeren eine unentschiedene Schlacht geliefert. Die erste größere Etappe des Krieges war beendet.
Die Nachwelt hat mit Superlativen bezüglich der Leistung Joffres in der Marneschlacht nicht gegeizt. General Foch bezeichnete sie als sein Meisterstück. Und in England lobte man den französischen Generalissimus bereits 1915 als den Organizer of Victory. Und auch in Deutschland wurde ihm vielerorts Respekt gezollt, weil er die Leitung der Schlacht in ihrer kritischsten Phase bis zum 9.9. nie aus der Hand gab. Nun prüfen wir an dieser Stelle einfach mal, inwieweit diese positive Beurteilung Berechtigung besitzt. Gewiss, Joffre hatte aus den Fehlern des August gelernt. Mit harter Hand war er gegen diejenigen Offiziere vorgegangen, die seiner Meinung nach versagt hatten. Allein bis zur Marneschlacht fielen diesen Maßnahmen zwei Armeekommandeure, nämlich die der 3. und 5. Armee, 33 kommandierende Generale der Infanterie, ein kommandierender General eines Kavalleriekorps und 5 kommandierende Generale der Kavallerie zum Opfer. Auf die Idee, dass sein Plan an den Rückschlägen schuld gewesen sein könnte, kam weder Joffre noch, zu seinem Glück, die französische Regierung. Wenn man mit ihm ebenso verfahren wäre, wie er bereits begonnen hatte, mit seinen Unterführern zu verfahren, so hätte man ihn vermutlich bereits am 25. August in Pension geschickt. Die Notlösung allerdings, die Joffre fand, verriet im Ansatz weit größeres strategisches Geschick. Und doch hing Gelingen oder Scheitern seines Planes, die Deutschen in eine sich zurückbiegende Front zwischen den Eckpfeilern Paris und Verdun hineinlaufen zu lassen, völlig vom Verhalten der deutschen Armeen ab. Von daher lässt sich auch Joffres Behauptung, er habe die Marneschlacht bewusst herbeigeführt, nicht halten. Und mit Recht, resümiert Little Heart an dieser Stelle, es wäre wohl an den Haaren herbeigezogen, wenn man Joffres Rückzug als indirektes Vorgehen charakterisieren wollte. Die günstige Gelegenheit an der Marne wurde nicht geschaffen und auch nicht erstrebt, sie bot sich an. Und in der Tat war der deutsche Vormarsch, der sich dem französischen Plan 17 als offensichtlich überlegen erwiesen hatte, an Urk und Marne in heilloser Zersplitterung der Kräfte geendet. Joffre ließ deshalb am 6.9. seine Armeen angreifen, wohl wissend um die Tatsache, dass die Deutschen hinter ihrem rechten Flügel keine Heeresreserven mehr besaßen. Dennoch erfolgte der französische Angriff zu früh, denn die Überlegenheit über die deutschen Truppen war noch nicht ausreichend. Hätte Joffre noch einige Tage gewartet, bis ein paar Armeekorps an Verstärkungen herangezogen waren, dann wäre eine vernichtende, vielleicht kriegsentscheidende Niederlage des deutschen Heeres an der Marne möglich, ja wahrscheinlich gewesen. Auch der französische Oberbefehlshaber verstieß also gegen das Gebot der Massenbildung am entscheidenden Ort. Überdies kam noch durch den Aufklärungsangriff des deutschen 4. Reservekorps das Überraschungsmoment nicht voll zum Tragen. Während die Franzosen am 6.9. schon die Initiative an sich gerissen hatten und das Geschehen diktierten, blieb die deutsche OHL untätig. Erst am 8.9. entsandte sie Oberstleutnant Hensch zur Klärung der Lage. Über die unglückliche Mission dieses Offiziers ist wahrlich viel Tinte verschrieben worden. Besonders das Reichsarchivwerk ließ nichts unversucht, ihm die gesamte Schuld für den Rückzug an der Marne aufzubürden. Ich will ihr das Problem, ob Hensch seine Kompetenz überschritten hat oder nicht, beiseite lassen. Immerhin ist zu bemerken, dass der Oberstleutnant keine schriftlichen Bevollmächtigungen für die Anordnung solch weitreichender strategischer Maßnahmen besaß. Und doch ist seinen Weisungen Folge geleistet worden. Man kann mit Sicherheit sagen, dass ein Rückzug vom militärischen Standpunkt aus durchaus zu rechtfertigen war. Die deutschen Armeen waren ermüdet, ohne ausreichenden Nachschub und die Divergenzen in den Anschauungen des Armeeoberkommandos 1 und 2 stellten die einheitliche Gefechtsführung in Frage. Betrachtet man die Situation vom 6.9. genauer, so wird man fast von einem Zwang zum Rückzug sprechen können, denn die Lücke zwischen der 1. und 2. Armee lud zum Durchbruch geradezu ein. Dass diese Möglichkeit zumindest von den Engländern nicht erkannt und von der französischen 5. Armee später nicht genutzt wurde, ist ein besonderer Glücksfall gewesen, zeigt aber auch, dass Joffre durchaus nicht jede sich bietende Gelegenheit zu verwerten verstand. Tatsächlich hatte Joffre weder einen strategischen noch einen taktischen Vollsieg erzielt. Für die Deutschen war lediglich der Feldzugsplan gescheitert, der Krieg aber noch längst nicht verloren. Eine Tatsache, die auch dem französischen Oberbefehlshaber klar war. Die Marneschlacht ist oft als Wendepunkt des Krieges charakterisiert worden. Bezüglich der moralischen Wirkung auf das englische und französische Volk und auch auf die neutralen Staaten, besonders Italien, mag dies seine Berechtigung haben. Und doch ist die Marneschlacht weder das Grab der deutschen Siegeshoffnungen gewesen, noch blieb die deutsche Kriegsführung in der Folge lediglich auf eine einzige Kette von Improvisationen angewiesen, wie später behauptet wurde. Wir werden vielmehr sagen dürfen, dass gerade in der Ära Falkenhayn auf Seiten der Entente genügend Krisensituationen entstanden, die dazu geeignet waren, den Krieg politisch und militärisch auf des Messers Schneide zu stellen.